Pulverdampf und Wildwestromantik mitten in Hohenlohe. Das Vorderladerschießen in Schwäbisch Hall trägt das Attribut international nicht umsonst. Über die Jahre entwickelte es sich zu einer multinationalen Veranstaltung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Frankreich, der Schweiz, aus den Niederlanden und sogar aus den USA. Das Fest dauert 3 Tage. Es hat sich mittlerweile zu einem der größten seiner Art in Europa entwickelt und ausgerichtet wird es von der Schützengilde Schwäbisch Hall. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen selbstverständlich die Wettbewerbe im Vorderladerschießen. Zugelassen sind Vorderlader, Lang- und Faustfeuerwaffen aller Art. Sie müssen allerdings den Regeln des Deutschen Schützenbundes entsprechen. Wegen des guten Rufes der Veranstaltung und der internationalen Beteiligung gibt es jedes Jahr spannende Wettkämpfe der Schützinnen und Schützen. An den Verkaufsständen können die Westernhelden Waffen kaufen, die ziemlich naturgetreu aussehen. Der Hasenbühl bietet den Individualisten die optimale Gelegenheit, ihren eigenen Spleen auszuleben. Den Teilnehmern werden vielseitige Accessoires angeboten. Händler bieten Kleider und Kopfbedeckungen an. Die Angebote werden gerne wahrgenommen. Man trifft hier auch einige Handwerker, denen man über die Schulter schauen darf. Seit vielen Jahren dabei ist unser Filmfreund Reinhold Elbel. Er fertigt Ledernes an, alles natürlich stilecht.
Die Teilnehmer haben alles mitgebracht für die 3 Tage. Sie übernachten selbstverständlich in den Tipis und verköstigen sich auch völlig stilecht am Lagerfeuer. Egal ob Westernmann, Trapper, Bürgermiliz oder Indianer, man passt sich in Bekleidung und Behausung seiner Waffe an. Yankees und Indianerfamilien leben friedlich in ihren Tipis und Lodges im Indianerdorf zusammen. Mit faszinierenden Kostümierungen gestalten sie das Treffen alljährlich zu einem kunterbunten Spektakel. Alle Teilnehmer sind bester Laune. Sie werden bestimmt zum nächsten Treffen auf dem Hasenbühl wiederkommen, so Gott und Manitou es will.